Ja, und fällt auch noch was ein. Das waren sogenannte Altstoffe, die wieder zum Recyclingbetrieb wieder zurückgegeben wurden. Gläser und so wurde alles dann wiederverwendet. Flaschen, alles und so. Schnapsflaschen, alles und so. So, und dann war man gezwungen, Altstoffe zu sammeln. Wehe, da lag eine Zeitung in der Mülltonne oder eine Flasche oder so. Dann hat einer den anderen verpetzt. So, dann ging so einer auf den Keks und klingelten dann andauernd immer die Dinger durch, ne? Dann gab es ja Pioniergruppen und FDJ-Gruppen, die dann immer Altstoffe gesammelt haben. Und das ging das ganze Jahr durch. Ne? Das ganze Jahr wurde geklingelt und wurde dann Altstoffe gefahren. Möchtest du dazu noch was sagen? Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass in der Wittstadt auf jeden Fall so, da ging dann immer einer mit einer großen Glocke zwischen den Blocks lang und läutete und holte dann Altstoffe an. Und auf alle Fälle war es dann so, dann bist du runter im Keller und dann hast du die Sachen geholt, also wie man macht den Platz für Zeitung, also Zeitung und Sachen und Gläser, dann musste man das schon Wagen legen lassen, das war noch ein extra Wissen, dann hier bist du, dass man sich vorstellen, wo sich die Leute da, wo sich mal so gefahren haben, angestanden haben, und dann hast du vorgegeben, dann wo du das da abgegeben hast, und hast du, glaube ich, mal ein paar Pfennige gekriegt, ne? Ja, daran kann ich mich erinnern. Ich glaube, ich habe das mit der Zeit auch so war, aber das schon belassen. Ja, na, ich kenne das eigentlich bloß noch hier, der Busenfreund von Peter Geißer, Hans-Joachim Kahndusch, der Idiot, der hatte da wenn man da rausfuhr, da Tessiner Straße, früher Straße der Befreiung, wie ist das denn noch, was da kommt, in dem Weißen Kreuz hoch. Das war ja schon auch eine Sockenwohngegend da, ne? Jedenfalls hatte er da eine Haushälfte oder so, weiß ich nicht mehr genau. So einen kleinen Garten und so. Und im Garten haben sie dann beschlossen, dass sie da noch ein schönes Gartenhäuschen haben wollen, wo man noch schön drin wohnt, was man dann an der Sachsen vermieten wollte im Sommer. So, und das hat er sich finanzieren lassen von Zero, von der Firma, und hat da erst die ersten Jahre dann Altstoffe angenommen. Ne? Also der Hans-Joachim Kahndusch. Das muss man sich mal überlegen. Ne? So angeblich ein Ingenieurökonom, also so ein Penner. Angeblich hat er bei IKN gearbeitet. So, da hat er sich eine richtig schöne Gartenlaube dann finanzieren lassen, dass er sich dann schwarz hat aufbauen lassen. Richtig schickes Zeug, wo man dann wohnt. Und das war dann erst das Altstofflager. Da haben dann alle mitgespielt. So, da weiß ich noch, da musste ich gerne Altstoffe schleppen. Ne? Also Peter, der Idiot, hat dann den Trabant total voll gemacht und hat alle Sitze ausgebaut und hat jetzt volle Altstoffe. Und ich musste mich dann zwischen der Altstoffe setzen. Und die dann da nachher mit Einladen und mit Ausladen. Woher Peter das hatte, weiß ich nicht, aber ich denke mir einfach vom Stasi-Block. Ja, weil die haben garantiert keine Altstoffe gesammelt. Das war den, da waren sie geistig zu vornehm für. Kann man so sagen. Körperlich wären sie dem gerade so gewachsen gewesen. Also Flaschen und Altstoffe und Zeitungen, das hätten sie doch erkannt und auch noch richtig bügeln können. Aber geistig waren sie, bündeln können, Entschuldigung, aber geistig waren sie sofort gegriffen. Kann man so sagen, ne? Ja, sonst immer Altstoffe, man hat überall Altstoffe gesammelt und auch verwertet und das wurde auch immer größer, auch die Tonnen wurden immer größer. Auch besonders nachher in Deko bei uns, dann war auch ein Netz und da hat man immer Plastik reingebracht und so, ne? Da möchte ich dann auch Wegehaupt schön grüßen. Da haben wir dann gesehen, wie er sich da eine Schale rausgeholt hat. Ne? Also Stasi-Genosse Wegehaupt hat sich dann eine Badewanne für seine Zwillinge daraus geklaut wieder. Ne? Weil es war ja Klauen. Also wieder was drin war, durfte man natürlich da nicht beigehen, sonst war es ja stehlen.
weil das war ja alles dann Volkseigentum. Ne? Also möchte ich dann Wolfgang, ne? Also Wolfgang Fliegerhaupt, so hieß er, ne, Leute? Und wie hieß die noch? Birgit, ne? Ja, die hatten es am Dörfchen mit uns, ne? Die haben uns vergiftet alles. Die waren drin an uns, haben uns vergewaltigt alles, ne? Laufen weiter frei rum. Schlimm, ne, Leute? So, und er war angeblich Rat des Bezirkes. Heute weiß ich, dass er Stasi war. Und sie war natürlich auch Stasi. Egal, wo sie angeblich gearbeitet hat, im Kindergarten, ne? Was haben sie Mitarbeiter? Nee, in der Schule, ne? Grundschullehrerin war sie oder so. Ah ja, also Birgit, die hatte ja eine Bildung. So, dann war sie da auch nur krank und so. Etwas hat sie auch für die Stasi gehabt. Ist ja egal, jedenfalls. Erinnere ich mich noch, wie sie denn da, also im Müll gegraben haben und sich das da dann rausgeholt haben, ne? Im Prinzip, ne? Ne? Eklig, ne, Nadde? So, und die gab es zu kaufen. Man musste mal warten, aber die gab es zu kaufen, ne? Weil ab und zu gab es auch noch was zu kaufen. Aber gut, das ist noch ein 4 Minuten ganzes Recycling-Ding. Ich möchte noch was anderes erzählen über das Recycling.